Ab morgen, Franka, dem 1. März, fallen ja so gut wie alle letzten Corona-Maßnahmen. Damit gibt es zum Beispiel keine Testpflicht mehr für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen und auch die Maskenpflicht für Beschäftigte in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen wird aufgehoben. Allerdings willst du in ein Pflegeheim, da musst du immer noch eine Maske tragen. Ja, und es geht jetzt aber auch noch darum, woher denn eigentlich das Virus kam und sich verbreiten konnte. Und es gibt weitere Erkenntnisse für den Ursprung von Covid-19. Das Energieministerium in Washington geht inzwischen fest davon aus, dass das Coronavirus durch eine Laborpanne in China freigesetzt worden ist. Daraufhin entbrannte ein weiterer Streit zwischen dem Weißen Haus und der Regierung in Peking. Kommt Corona aus diesem chinesischen Labor? Seit 2015 wird hier in Wuhan mit Coronaviren experimentiert. 4 Jahre später dann nimmt die Pandemie in der Millionenmetropole ihren Anfang und legt schließlich die ganze Welt lahm. Die Pandemie als Folge eines Laborunfalls, was bis vor kurzem noch als Verschwörungstheorie abgetan wurde, erhält jetzt neue Beweise. Das US-amerikanische Energieministerium geht in einem Geheimbericht auch davon aus, dass das Virus durch einen Laborunfall in Wuhan freigesetzt wurde. Nicht nur solche Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel, dass ausgerechnet in der Stadt Wuhan diese beiden Virenzentren sind, wo die Chinesen genau mit diesen Viren geforscht haben. Also da gibt es, wenn Sie mal in die Biochemie gehen, in die Genetik, so viele Auffälligkeiten, dass das natürlich schon, ich sag mal vorsichtig, gut zusammenpassen könnte. Die chinesische Regierung sieht sich indes als Opfer einer Verleumdungskampagne. Gemeinsame Experten aus China und der WHO sind auf der Grundlage von Besuchen in den Labors in Wuhan und eines Austauschs mit Wissenschaftlern zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Laborunfall extrem unwahrscheinlich ist. Dennoch beendet China jüngst die Kooperation mit der WHO, um den genauen Ursprung des Virus zu ermitteln. Die WHO stellt ihre Untersuchung anschließend ebenfalls ein. Kein gutes Bild geben in diesem Zusammenhang auch internationale Top-Virologen ab, darunter Christian Drosten. E-Mails belegen, dass die Virologen die Labortheorie frühzeitig ins Reich der Verschwörungstheorien verbannte. Wir sollten nicht vergessen, wie man mit Wissenschaftlern umgegangen ist, die in den letzten 3 Jahren den Ursprung des Virus näher untersuchen wollten. Das war ein Abbügeln, ein Wegbügeln, ein das darf gar nicht sein, ein Diskreditieren übelster Art. Brisant außerdem, auch das FBI geht schon länger davon aus, dass das Virus aus dem Labor kommt und nicht, wie offiziell behauptet, in Wuhan auf einem Markt von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.